Ist jetzt Milch mit drin, ne? Ja, aber kein, aus, ne? kein Zucker, ne? Weiß nicht, ob du Zucker willst. Nein. Die dunkelroten Dings, die sind etwas scharf, aber hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Die hier? Mhm. Die Wurst? Mhm. Spanische Chorizo. Guten Morgen, liebe Freunde des Flugsports. Ich fliege mit dem Franz Josef Richtung Speyer. Der Franz Josef hat seine neue schöne P92 Echo MK2 Mark II abgeholt am Wochenende. Hat die letzten Freitag überführt mit einem Fluglehrer über die Alpen von Italien aus. Und jetzt muss in Speyer noch was gecheckt werden. Und ich fliege mit Richtung Speyer, werde aber in der Luft den Piloten Frank treffen. Und dann ist der Plan, dass wir nach Koblenz fliegen und eine schöne Brotzeit da machen. Ja, genießt den Flug. Die Piste 24 in Betrieb, Anflug über die Nordplatzrunde. Die 24 in Betrieb, Anflug über die Nordplatzrunde. Delta Mike Zulu, Charlie, danke. Delta Charlie Victor, Queranflug, Piste 24. Und im Endanflug auf die 24, Delta Charlie Victor. So, dann machen wir mal eine schöne Landung hier zum im Übung halten. Machen wir das schon mal ein bisschen langsamer, damit wir den Kollegen jetzt seine Landung machen lassen können. Delta Echo Charlie dreht ein in den rechten Gegenanflug zur 24. Echo Charlie. Immer schön auf die Geschwindigkeit achten, aber jetzt ist er echt gut ausgetrimmt hier. Gas, steuern wir die Höhe mit dem Höhenruder, die Geschwindigkeit. So, und hier ist Thermik, sehr lustig. Delta Echo Charlie dreht ein in den rechten Queranflug zur 24. Echo Charlie. Hohoho. Jungens, habt ihr das gesehen? Hat sie ratzfatz Speed verloren und wurde weich. Ja, da muss man aber gelassen bleiben. Ja, sind die Weinberge hier, da blubbert's schon hoch. Delta Echo Charlie dreht ein in den Endanflug zur 24. Echo Charlie, der Wind schwach Süd. Lassen wir so mal ein bisschen hier reingleiten. Aber nicht durchsacken hier ins Tal. Willkommen in Koblenz. Echo Charlie, ich würde mich gerne neben die gelbe FK9 stellen, ist das möglich? Ja, positiv. Da kommen sie wieder, die Geier. Die Geier. Moin! Geil, oder? Aber ein bisschen Sacksuppe, ne? Also, ja, das ist der Sahara-Nebel. Ja, ne? Ja.
Welcome to Koblenz. Long time no see. Ja, so ist das mit den Ultraleiten, ne? Kaum machst du einen Flug, kannst die Kiste wieder reparieren, ne? Nimmst du das jetzt auf, oder was? Ja, na sicher. Ich glaub, die dreht durch, ey. Dreht durch? Mal mit Loctite. Ja, ja, mach ich. Und da ist gar keine. Hier, da haben sie das Loch extra nicht gemacht. Alles gut. Ist jetzt Milch mit drin, ne? Aber kein Zucker, ne? Ey, uns geht's gut heute. Ja. Dass ich immer vergesse, da die Kappe abzumachen. Meinst du, die müssen zwischen den beiden fahren? Ja, klar, klar. Das ist Fahrwasser. Das würdest du erkennen, wenn er am Führerhaus eine reflektierende Tafel rausmacht. Das heißt dann links an mir vorbeifahren, nicht rechts. Oh, hast du deinen Binnenschein, ja? Ja. So, Mädels. Wir haben uns vorgenommen, hier schön eine Brotzeit zu machen. Und der Platz, Leute, ist ja wohl auch mega, ne? Der ist gut, ja. Guckt euch das an. Immer noch so ein bisschen milchig durch den Sahara-Staub in der Luft. Aber das war jetzt hier richtig geil. Schön. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Genau die kriegt der Bernhard, glaube ich. Eine neue 300er, oder? Eine neue 300er. Immer habe ich so ein gelbes Flugzeug im Weg. Delta Echo Uniform, hast du nicht gesehen, für einen lokalen Flug? Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein und heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei, die Schau muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ich dachte, ich wäre älter. Also ein Klassiker, Alter. Das kann ich bringen, oder? Ja, den kannst du bringen. Ja. Dieter Thomas Heck ist ein Dreck dagegen. Ja. Alles klar. Mal gut. Ciao. Machen wir wieder, machen wir wieder und überlegen uns demnächst, wo die Brotzeit stattfindet. Und wenn das weiter so geht mit dem Wetter, können wir im März ja schon das Zelt auspacken. Ja, ja, ne? Ja, absolut. Also du und ich das Hotelzimmer. Kleines Fazit, wunderschöner Tag mit Frank in Koblenz in den Weinbergen. Echt Spaß gemacht, mal mit ihm mal wieder 1:1 zu quatschen und nicht per Videochat oder Telefon oder so. Es ist tatsächlich schon bockig. Also wir haben jetzt ein paar Tage Sonne und die Luft kommt jetzt hier schon richtig schön. Die Luft ist in Bewegung, das heißt, wir haben schon Thermik und es ist schon gut wackelig geworden. Also nach dem Start war es wackelig, vor der Landung war es auch in dem rechten Queranflug. Information, Delta Echo, Whiskey Alpha Echo. Eigentlich haben wir blauen Himmel, keine einzige Wolke, aber durch diesen Sahara-Staub, der in der Luft ist, ist es super diesig und sehr schlechte Sicht, wenn man gegen die Sonne fliegt. Jetzt habe ich die Sonne im Rücken, das ist gut, außer kurz vor der Landung wieder. Schauen wir mal.
Ach, schön war's. Guter Crossfit bei der Landung. So ein bisschen zaubern, aber egal. Schön. Ah, bleibt mir treu. Schwitzt schon wieder das T-Shirt durch. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Outtakes. Alles, was der Klaus macht, ist gefaked. Alles mit einer grünen Wand. Das ist alles mit dem Computer nachbearbeitet. Ja? Ich zeige euch das. Überall grün. Ihr müsst mir glauben. Hier, deine Kamera. Was hast du jetzt da reingesprochen? Stimmt, da irgendwelche Sexsachen. Nicht? Die reine Wahrheit. Was?